Jetzt, wir hatten ja heute ein Seminar, dank der Initiative von Frau Carl Millet von der Universität Genf, wo sie jetzt Professorin ist, die Leute wirklich aus aller Welt hierher gebracht hat. Und sie wollte diese Leute eigentlich an den Ursprung bringen, eines der wichtigen Elemente unseres Staatswesens, das ist die direkte Demokratie, und der Föderalismus ist ja eigentlich überall. Und ich möchte eigentlich mit der Frage anfangen, die Leute leben ja heute irgendwo doch auch in einer Welt, die viel Angst macht, wenn man liest, die Flüchtlinge im Mittelmeer, die islamischen Terroristen und Fundamentalisten, die Ukraine ist auch nicht so weit weg. Schlussendlich, was kann uns da vielleicht doch ein bisschen nachdenken über die direkte Demokratie und unser Staatswesen bringen, Frau Kalmire? Ich finde, wir haben eine Form der Demokratie, der Föderalismus in der Schweiz, der ganz speziell ist, weil wir diese Stufe der Nationsstaat nicht durchgegangen sind. So, wir haben gelernt, wie man unsere Institutionen bilden kann, damit wir gut zusammenleben können. Und ich wollte, dass wir das besprechen. Kennen Sie die Geschichte von der Stachelschweine? Ich möchte Ihnen das erzählen. Die Stachelschweine sind so Tiere, die große, was kommt die, Picon? Haben, ne? Und Stacheln. Ja. Das heißen die Stachelschweine. Ja. Und die hatten, das war ein der Schopenhauer, der erzählt diese Geschichte. Und es war ein kalter Tag im Winter und die wollten sich wärmen. Die hatten kalt. Und die kamen zusammen, aber zu nahe. Und es tat weh. Dann gingen sie weiter, aber die hatten kalt. Weil da, es war ein kalter Wintertag. Und dann kamen sie wieder zusammen, aber wieder zu nah. Und sie versuchten, die richtige Distanz zu finden. Und das ist die Art und Weise, wie wir in der Schweiz gefunden haben, mit unseren Institutionen, um zusammenzuleben und uns zu vertragen. Das geht gut. Und ich wollte, dass Sie auch die Landsgemeinde sehen können. Weil in der Schweiz haben wir diese spezielle direkte Demokratie. Das heißt, es ist nicht, die Entscheidungen sind nicht auf hoher Ebene entschieden und dann hat man zu gehorchen. Das Volk ist ein Akteur in das politische Leben, hat ein Wort zu sagen. Die Bürger können teilnehmen, können sagen, was die wollen oder nicht. Und die Landsgemeinde ist physisch das zu sehen. Wo die Regierung gegenüber dem Volk sich stellt und fragt dem Volk, ja, sind Sie damit einverstanden oder nicht? Haben Sie etwas zu sagen? Also wenn Sie Frankreich mal vielleicht ansehen, da ist eine ganz andere Staatsphilosophie, dann entscheidet man auf höherer Ebene und dann gehorchen Sie während 5 Jahren und dann können Sie vielleicht etwas ändern mit einem anderen Mann, ne? Für die jetzige Zeit sind nur Männer. Und ich finde, unser System ist ein sehr modernes System, der uns erlaubt, zusammenzuleben. Und darüber haben wir während einem ganzen Tag gesprochen und es war sehr, sehr interessant. Sogar diese Form von Föderalismus, die wir in der Schweiz haben, haben wir diskutiert, auch in der Situation der Nahe Osten. Wir hatten einen Israeler, der da war, und der war sehr interessiert zu sehen, wie diese Form einer Föderation, dezentralisierte Föderation in der Schweiz, er war sehr interessiert, ob zu denken, ob das vielleicht nicht im Nahe Osten etwas eine Lösung sein könnte. Kann man sagen, dass ein Mensch, der in einer direkten Demokratie lebt, weniger zum Psychoanalytiker gehen muss? Das kann man so wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht ist doch etwas dran. Also mir hat heute wahnsinnig Eindruck gemacht, wie da um demokratische Lösungen gerungen wird, und zwar auf nationalem wie auch auf supranationaler Ebene, und wie gleichzeitig aber wir feststellen können, dass wir eine gewisse Politikverdrossenheit bei den Leuten haben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kommt das? Und ich habe mich dann auch gefragt,
Ich möchte ein Beispiel geben, also eine Art Vergleich. Wenn wir die Hightech-Medizin anschauen, die für uns ja auch sehr, sehr wichtig ist, ich bin froh, vor allem in meinem Alter, dass dies gibt. Und gleichzeitig muss man sich aber fragen, warum fühlen sich viele Menschen in diesen Hightech-Praxen nicht mehr wohl? Also sie suchen dann nach Lösungen, wo sie finden, sie bekämen ein Echo auf ihr Anliegen bzw. auf ihre Not und dann gehen sie zum Quacksalber. Und ich denke, wir haben zum Teil eine ähnliche Situation auch im politischen Geschehen. Das ist das Erste. Das Zweite, dass ich mir wirklich diese Landsgemeinde zu Gemüte führen konnte, nicht zuletzt durch Herrn Schiesser, der sich sehr gut vorgestellt hat, mit einem sehr guten Nachwissen. Und ich habe bedauert, dass er das nicht auf Klagendeutsch macht, sondern er muss es auf Englisch machen, aber ich habe es trotzdem verstanden. Und ich muss sagen, dass diese Landsgemeinde entspricht eben etwas, was heute vollständig verloren gegangen ist. Ich idealisiere sie jetzt ein bisschen, aber ich glaube, das darf man einmal. One person, one vote. Ja, da steht die Person neben einem. Da friert man mit der Nachbarin, man schwitzt im Sommer mit dem anderen, man nimmt ihn wahr. Und das gibt eine Auseinandersetzung, wie wir sie nicht mehr kennen, wenn wir einen Haken machen oder noch besser, wenn wir einen Klick machen. Das ist eine Anonymisierung, die irgendeiner Form zu einer Gefahr wird für die Demokratie. Ich meine nicht, dass einfach alles schlimm ist, weil die technisch die technologische Entwicklung haben, aber trotzdem, man muss sich in Acht nehmen, dass da nicht mehr Personen sichtbar sind, sondern nur Strukturen. Und ich denke, wir mit unseren anthropologischen Konstanten sind auf Figuren angewiesen. Wir haben, ich höre gerade wieder auf, aber wir haben zum Beispiel im europäischen Raum, haben wir wenige Figuren, die wir nennen können. Wir haben einen Herr Klunker, den kann man sich einigermaßen vorstellen, aber sonst ist das doch relativ selten. Und ich meinte, dass wir Menschen angewiesen sind, affektiv abgeholt zu werden und nicht nur intellektuell. Und dass diese Techniker der Macht häufig, wie die Hightech-Medizin, nur auf der rationalen Ebene argumentiert und vergisst, dass wir wie Eisberge zwar eine Nacht oben haben, aber sieben Achtel unter dem Wasser und dass wir diese sieben Achtel ganz genau beobachten müssen, um nicht plötzlich eine Eruption zu bekommen. Das Bild ist jetzt ein bisschen schief, aber ich sehe da eine gewisse Gefahr, dass die Leute, ich denke an Pegida, was heute Morgen auch erwähnt worden ist, das sind ja nicht alles reine Faschisten, aber die Faschisten können sie ausnützen. Das sind Leute, die im Abseits stehen, die das Gefühl haben, wir können eh nichts machen. Wir haben einerseits die Wirtschaft, die bestimmt die Politik und andererseits bestimmt die Politik auch so, dass wir nichts machen können. Und ich denke, dass, um Gottes Willen, ich teile in keiner Weise deren Ansicht, aber wir müssen diese nicht mehr schweigende Mehrheit, die sich langsam zeigt, müssen wir ernst nehmen. Ihr habt ja einen außenpolitischen Think Tank, Emilia, und die direkte Demokratie war ja eigentlich immer so der Bereich, wo man sagte, ja, da hat die direkte Demokratie eigentlich nichts zu suchen, oder? Das ist so für den Hausgebrauch, aber wenn es um die Außenpolitik geht und Krieg und Frieden und so, dann ist das ist wirklich die Sache der Diplomaten natürlich und Außenminister, aber da hat die direkte Demokratie eigentlich nichts zu suchen. Glaubst du, stimmt das oder ändert sich das vielleicht auch? Also ich glaube, man kann direkt sagen, dass wir das also vor kurzem, vor vielleicht ein wenig mehr als einem Jahr, am 9. Februar gesehen haben. Die direkte Demokratie hat heute einen Einfluss und hatte schon immer, glaube ich auch, einen Einfluss auf die Außenpolitik. Frau Kernmir hat eben auch heute Morgen von Marignano gesprochen. Und inwiefern eben in der Schweiz, eben so ein Land mit verschiedenen Sprachen, mit, also dazumals, also wirklich noch andere Interessen, wo es schwierig war, eben eine einheitliche Außenpolitik zu finden. Und ich glaube, mit der direkten Demokratie, das ist genau das Gleiche. Also es ist wirklich eine Chance, dass die Leute sich ausdrücken können. Und es gibt wirklich diese Ventilfunktion, dass recht viel Ärger oder Frustrationen rauskommen können. Aber im Bereich der Außenpolitik, was man immer, worauf man immer aufpassen muss, ist, dass wir sind eben nicht alleine,
sondern es gibt eben, wir sind heute globalisiert, es gibt so andere Institutionen, internationale Institutionen, und es ist eben genau das Schöne, glaube ich, es ist genau das, was uns auch erlaubt, in Frieden zu leben, und das muss man wirklich als Chance sehen. Ich glaube, es ist auch schön, dass man nachher, vor allem jetzt zum Beispiel, nach diesem 9. Februar, dass man auch sieht, was ist passiert und was wollen wir jetzt machen. Und es ist eben genau schon, wir sind mit voraus und mit verschiedenen Akteuren aus der Westschweiz, Deutschschweiz, aus der Zivilgesellschaft, Uni-Professoren. Es gibt wirklich ein Réveil de la Société Civile, wie man so schön auf Französisch sagt. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass nicht nur Politiker, sondern auch wirklich die Zivilgesellschaft, die sich engagiert und auch für die Außenpolitik. Fritz Schierser, du reist ja auch viel durch die Welt. Und es gibt ja einen Spruch auch, dass man überall, wo man hingeht, auch wieder einen Larner findet. Jetzt aber trotzdem, kriegst du da teilweise auch dann Rückmeldungen oder merkst du, erzählst du den Leuten auch was über die Gramm? Du hast jetzt ja auch japanische Gäste, du bist viel in Singapur, wo die Ete auch ist, du bist in Dubai, im Mittleren Osten, wo die Ete auch, wo die EPFL auch ist. Wie spürst du auch so ein bisschen, wie wird das international, wie ist das irgendwie einfach so ein bisschen ein Kuriosum oder was hast du da für Rückmeldungen? In Singapur oder im Mittleren Osten oder auch in China, da ist natürlich zuerst einmal die ganze Schweiz eine kleine Einheit. Und natürlich, die Kenner wissen, dass das ein föderalistischer Staat ist und so weiter. Aber eigentlich interessiert dann die Schweiz, der Erfolg der Schweiz und insbesondere das Modell der Schweiz im Ganzen. Und weniger dann die interne Differenzierung, wenn man von diesem Maßstab ausgeht. Natürlich kann man dann mit Kennern auch noch Einzelheiten des Föderalismus, des Aufbaus der Schweiz diskutieren. Und es gibt sicher auch Leute, die fragen, warum funktioniert die Schweiz so erfolgreich und warum besteht sie mit 4 Sprachen und 4 Kulturen. Was ist das Geheimnis dahinter? Es gibt von mir aus gesehen kein Geheimnis, sondern es gibt gemeinsame Werte, die wir teilen und damit eben das Zusammenleben ermöglichen. Und diese gemeinsamen Werte, das sind auch die Werte, die für mich hinter der Landsgemeinde stehen. Es ist nicht die Landsgemeinde als solche, die für mich das Entscheidende ist, sondern die Landsgemeinde als solche ist der Ausdruck dieser grundlegenden Werte, auf denen sie basiert. Dazu gehören einmal, dass man dem anderen zuhört, dass man den anderen achtet, dass man am Schluss in Offenheit und Transparenz entscheidet, Mehrheiten fällt und diese Mehrheiten anerkennt und umsetzt. Also das sind für mich eigentlich diese Werte und dazu gehört eben auch, dass ich denjenigen oder diejenige, die eine andere Meinung vertritt, achte, aber mich nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühle, diese Meinung jetzt zu übernehmen, sondern entgegenzuhalten und am Schluss zu sehen, welcher Standpunkt obsiegt. Und natürlich kann man, das wissen diejenigen, die an der Landsgemeinde schon teilgenommen haben, insbesondere als Stimmberechtigte, ist eine solche Form der direkten Demokratie auch immer anfällig für Demagogen. Man kann sie auch missbrauchen. Aber da gibt es einen besonderen Wert der Landsgemeinde, der sich über die vielen Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt hat und der meines Erachtens von Generation zu Generation weitergegeben wird, den ich die kollektive Vernunft nenne. Was verstehe ich darunter? Manchmal gibt es ja überraschende Anträge an der Landsgemeinde und man weiß eigentlich nicht so recht, ja, funktioniert das? Sollte ich dem zustimmen oder sollte ich dem nicht zustimmen? Und dann hat man so ein Gefühl da in dieser Körpergegend, irgendetwas stimmt nicht.
Und das nenne ich die kollektive Vernunft und auch die entsprechende Vorsicht. Wenn mich jemand nicht klar überzeugt, dann sage ich halt nein. Der soll es besser machen oder die soll es besser machen. Und ich denke, das ist ein grundlegendes Element des Funktionierens unserer Landsgemeinde. Ich hoffe, dass das in unseren Verhältnissen noch lange weiter so andauern wird. Wir haben ja jetzt auch immer, das kann man das exportieren, diese Landsgemeinde. Bevor wir vielleicht noch, sind noch gerade zwei Fragen, Frau Kalmier. Also zuerst vielleicht kurz, wäre eine Landsgemeinde auch möglich im Wallis oder in Genf? Und jetzt haben wir ja sehr viel auch gelobt, dass das gut ist, aber wir dürfen ja auch ja, kritisch sein. Gibt es auch Sachen in dieser Landsgemeinde, die eben eigentlich die man ändern sollte oder die nicht gut sind? Es gibt das bekannte Beispiel eben, es gibt keine geheime Abstimmung. Also ich sehe, was der Acklin da rauf oder runter geht mit der Hand. Und wenn das dann eben mein Chef ist, oder der am Montag dann mir die Leistungsbeurteilung machen muss, dann muss man schon selbstbewusst sein, dass man dann vielleicht anders abstimmt als der Chef nebendran am Montag wieder bei der Arbeit. Es gibt ja auch eben ältere Leute, die so behindert sind, dass sie nicht mehr an die Landsgemeinde gehen können. Denen wird eigentlich de facto das kantonale Stimmrecht entzogen. Denken Sie da, und dass es da vielleicht auch, Sie sehen ja dann morgen zum dritten Mal eine Landsgemeinde, also Sie können ja schon doch ein bisschen. Ich bin sehr stolz. Ich bin stolz. Mein Kollege Alain Berset, der Bundesrat ist, hat mir gesagt, ja, der Bundesrat muss fragen und fragen, nur um eingeladen zu sein. Einmal dürfen wir kommen. Du gehst für das dritte Mal, was hast du gemacht? Nein, ich bin, also ernst gesagt, ich habe keine Kritik, weil ich bin nicht ein Teil der Landsgemeinde. Ich sehe das auf Distanz. Aber für mich, was wichtig ist, ist die Möglichkeit für die Leute zu entscheiden und zu partizipieren in ganzer Transparenz, in physischer Form. Und das zeigt noch einmal, das ist für mich ein Symbol der Demokratie. Die Regierung, das Parlament sind vor den Leuten, die sind verantwortlich. Die müssen sagen, was sie gemacht haben, und das Volk wird sagen, ja, wir stimmen dazu oder wir stimmen das nicht, sie haben es schlecht gemacht. Und das ist etwas Originelles, das finden sie nirgends. Es gibt nichts, einfach nicht. Sie müssen sehen, die Leute, die mit mir sind heute, die ich hier gebracht habe, die kennen das Schweizer System gar nicht. Das Schweizer System ist sehr komplex, die Leute kennen das nicht im Ausland. Die wissen, dass wir eine alte Demokratie sind und das ist alles, das endet da. Aber was man versteht unter Demokratie, das ist anders in Frankreich, das ist anders außer Europa. Wir hatten einen Mann, der kam von Indonesien. Und Demokratie ist wahrscheinlich für ihn etwas, hat eine andere Substanz als in der Schweiz. Und ich freue mich morgen, die waren sehr interessiert, als man die Landsgemeinde vorgestellt habe, Herr Schießer, vielen Dank, als wir darüber gesprochen haben, über diese direkte Demokratie, und das kennen sie einfach nicht. Für sie, die Macht ist konzentriert in einer Person, der Präsident oder in einigen Personen, in einigen Figuren. Und bei uns, die Macht ist sehr diffus. Die Macht ist bei dem Parlament, bei der Regierung, bei dem Volk, bei den Zivilgesellschaft, bei der Kirche, bei ich weiß nicht was, das ist sehr diffus. Und das ist das Interessante in das System. Das macht, dass wir kein Hegemon kennen, wie es in der Europäischen Union gibt, in Deutschland. Das heißt, wir können die Interessen von jeder Einzelnen und besonders von den Minderheiten in Kauf nehmen.
und die, wie Sie gesagt haben, respektieren, zuzuhören und respektieren. Und ich finde, das ist wirklich, ich würde nicht sagen, ich verkaufe das, aber fast. Ich versuche zu überzeugen, dass mehr Demokratie würde eine gute Sache sein innerhalb der EU. Dass die Leute, ja, was machen sie, wenn sie nicht einverstanden sind? Sie können ja nichts sagen, sie können ja nichts tun. Also wir haben die Möglichkeit, etwas zu sagen. Wir haben die Möglichkeit, durch die Volksrechte uns auszudrücken und unsere Stimme zu geben. Sie haben das nicht. Und wir, also ich finde, die Schweiz ist bewundert im Ausland, weil wir keine Ressourcen haben und weil wir reich sind. Das ist zum Beispiel in Asien, im asiatischen Raum. Die fragen sich, ja, wie reich das die Schweiz? Ja, die Schweiz macht das, weil sie mit den Leuten arbeitet, mit den Bürgern und Bürgerinnen. Und wir gehen alle in derselben Richtung.